ist alles komplett verlassen. Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Ja, aber es nennen die Unterschlupf. Wir erfrieren hier draußen. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Da ist ein Haus dort hinten! Ich seh's! Dann los! Ist aber trotzdem echt krass, wie spannend das Spiel ist, ey. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hierbleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Alles aufgeweicht. Ich meine. Verdammt, das Zeug ist zu nass. Uns muss was einfallen, sonst erfrieren wir heute Nacht. Du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang.
Irgendwie muss man. Aber es war kein gelbes Schneehäufchen-Gedöns-Dings. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los! Bingo. Eilen Sie nach, was drin ist. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da 3. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden, kümmere dich darum. Tingsu! So. Haben wir mal Zwillinglings ausgeknipst hier. Und nein, ich bin nicht rassistisch. Das ist nicht böse gemeint. Machen wir mal die Tür auf.
weg. Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Weil wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. So gut steuern hier gerade. Das Licht.